Herr Brotkorb, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gewiss ein spannendes Thema, das heute noch zum Schluss aufgerufen wird. Vor allem ein Thema, das geeignet ist, viele Emotionen zu wecken. Ich glaube, wir tun gut daran, bei aller Empörung, die man empfinden mag, für das eine oder andere nicht aus dem Auge zu verlieren, dass durch derartige Papiere verschiedenste Dinge aufgedeckt werden, nämlich in dem einen Fall rechtlich nicht zu beanstandende Form der Steuervermeidung, auf der anderen Seite rechtlich fragwürdige Verstöße gegen geltende Normen, die dann auch strafbewehrt sind. In erheblichem Umfang handelt es sich bei den Unterlagen, die jetzt öffentlich geworden sind, allerdings eben nicht um Daten, die ein Verbrechen dokumentieren, sondern eine legale Form der Steuerumgehung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen glaube ich, ist es auch angemessen, sich nicht so sehr über diese Personen, die diese Möglichkeiten nutzen, zu ereifern, sondern die Politik ist eigentlich in der Pflicht, sich über sich selbst zu ereifern, dass sie Mechanismen und Systeme immer noch zulässt, die zu solchen Steuervermeidungspraktiken gehören. Denn es gibt natürlich guten Grund, sich über diese Steuervermeidung trotzdem Sorgen zu machen, auch wenn sie vielleicht keinen Straftatbestand erfüllt. Ich kann es nicht besser sagen als Andreas Zielke, der in der Süddeutschen Zeitung, ich darf mit der Genehmigung der Präsidentin zitieren, Folgendes zur Begründung ausführt, warum legale Steuervermeidung vielleicht doch ein Problem ist. Ich zitiere: Zum einen, weil reales Geschäft und steuerliches Einkommen künstlich auseinandergezogen werden. Kein Steuerflüchtling will wirklich auf der Isle of Man wohnen, kein Konzern seine weltweiten Geschäfte von Bermuda aus dirigieren. Es ist ein fingierter, ein vorgetäuschter Sitz. Zum anderen, weil die Auslagerung in die Steueroasen meist verschleiert wird, sei es durch anonyme Gesellschaften oder Strohleute. Was gibt es zu verbergen und zu tarnen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht? Und drittens schließlich, weil Steueroasen de facto nur von reichen Privatpersonen oder multinationalen Unternehmen zu nutzen sind, nicht aber von kleineren Firmen, inländischen Festangestellten oder sozial schwachen Personen. Grenzüberschreitende Steuergestaltung ist ein Klassenprivileg. Zitat Ende. Dies sind, glaube ich, ausreichende Gründe gesellschaftspolitisch, um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen bei aller Differenzierung in der Debatte. Und wir brauchen aus meiner Sicht genau drei Dinge, um hier etwas zu ändern. Der erste ist der politische Wille, hier zu Veränderungen zu kommen. Da kann sich ja jeder bekennen in die eine oder andere Richtung von diesem Pulte aus. Mein Bekenntnis, glaube ich, haben Sie meinen einführenden Worten schon ein wenig entnommen. Zweitens, der politische Wille reicht nicht. Man muss auch über Wissen verfügen. Denn worum es ja hier geht bei der legalen Steuervermeidung, ist, dass sich kluge Leute mithilfe anderer kluger Leute Wege ausdenken, um die Intention der Gesetzgeber zu hinterlaufen. Jedenfalls in vielen Fällen. Und dann braucht man Wissen darüber, welche kreativen Wege gewählt werden, um bestehendes Steuerrecht auszuhebeln. Und deswegen darf ich Ihnen sagen, diese Anstrengungen laufen auch seitens der Europäischen Union. Die Finanzministerkonferenz hat sich in der letzten Woche mit einer entsprechenden Richtlinie der Europäischen Union beschäftigt, in positiver Hinsicht, die eine Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle europarechtlich verankern will. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern arbeitet über die Finanzministerkonferenz auch in einer Arbeitsgruppe mit, die eine entsprechende Anzeigepflicht rechtlich auch in Deutschland verankern will. Denn das Thema Steuerumgehung oder Vermeidung ist ja nicht nur ein Thema, das international von Relevanz ist. Das findet auch in Deutschland statt. Wir brauchen also solche Meldesysteme, um überhaupt Wissen zu generieren über die Wege der Steuervermeidung, um dann gesetzgeberisch darauf auch reagieren zu können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden es mir dieser Tage nachsehen, dass ich nicht umhin komme, eine dritte wesentliche Voraussetzung dafür zu benennen, dass dieses Land, auch Mecklenburg-Vorpommern, einen wirksamen Beitrag dazu leistet, dass Steuervermeidung minimiert wird. Und das ist eine schlagkräftige, spezialisierte Finanzverwaltung, die selbstverständlich mit starken Standorten im ländlichen Raum, wo eben fachlich gut aufgestellte Arbeitsteams überhaupt in der Lage sind, die Fachkompetenz sich zu erarbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten, dass derartige Steuervermeidungspraktiken keine Chance haben.
Wenn ich hingegen Finanzamtskollegen mit der Situation konfrontiere, dass sie mit 0,2 Stellenanteilen ein gesamtes Sachgebiet verantworten müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie eine so hohe Fachkompetenz und eine so hohe Arbeitsfähigkeit erreichen, dass die Finanzverwaltung tatsächlich in der Lage ist, den Steuervermeidungspraktiken auf die Spur zu kommen. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rösler, bin ich dankbar dafür, dass Sie dieses Thema hier in den Landtag geholt haben. Denn wenn Sie wollen, dass wir nicht nur Reden halten und nach Berlin Appelle schicken, sondern selber als Land auch einen Beitrag leisten, dann brauchen wir eine sehr starke Steuerverwaltung. Und ich freue mich darauf, in Ihrer Fraktion demnächst noch die Gelegenheit zu haben, hierzu ein paar Ausführungen zu machen. Vorerst danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die weiteren Debattenbeiträge. Applaus